Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Mann und Mann auf Sportal HD. Heute Gast ist ein Silbergewinner an den Olympischen Spielen von Sochi, ein Bronzemedaillengewinner an der WM von Sierra Nevada und sechsfacher Weltcup-Podestfahrer. Freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, herzlich willkommen, Nevin Galmarini. Hallo, Andreas. Nevin, auf deiner Webseite das erste, was man findet, wenn man draufkommt, ein Spruch, wo du beschreibst, wie du von den Junioren ins Nationalkader gekommen bist, mit dem I want to become the best athlete I can be. Was heisst das? Wer ist der beste Athlet Nevin Galmarini? Oder wo siehst du selber deine Grenzen? Ja, die habe ich hoffentlich noch nicht gefunden, meine Grenzen. Aber in diesem Spruch ist für mich etwas mega Wichtiges. Und zwar ist es irgendwie ich und das, was ich mache, das ist im Vordergrund. Das heisst, ich glaube, dass harte Arbeit zum Erfolg führt. Und das ist irgendwie in diesem Spruch drin, oder? Also, dass ich selber kann entscheiden, wie viel Input das ich gebe. Und dann glaube ich daran, dass es dann auch den entsprechenden Output hat. Das ist in diesem Spruch drin. Also du willst dir nicht ein Ziel setzen wie Olympiasieger oder Weltmeister, sondern du möchtest dir persönlich das Ziel setzen, dass du das Maximum aus dir raus machst, wo auch immer das am Schluss anlangt. Medien wollen damit schon, dass sie Ziele formulieren und zwar auf ein Resultat bezogen. Wenn ich sage, ich will nächstes Jahr Olympiasieger werden, dann ist das so gut. Aber für mich ist dann viel wichtiger, dass ich dann sage, okay, was braucht es auf dem Weg? Es braucht einen harten Sommer, wo ich die Basis aufbaue. Es braucht einen Herbst, wo ich ganz früh schon das höchste Snowboard-Level herbringen und dann mein Level von nächstes Jahr noch weiter pushen. Und am Tag X braucht es dann ganz, ganz viel, wo ich richtig machen muss. Das sind eigentlich meine Ziele, die ich erreichen will. Und das Resultat sollte dann eigentlich einfach eine Konsequenz sein von dem. Schauen wir mal auf deine Anfänge. Wie jeder Spitzensportler bist wahrscheinlich du auch früh zum Snowboarden gekommen. Wie war das? Wann hast du deine Liebe zu diesem Sport entdeckt? Eigentlich wollte ich immer ein Skirennfahrer werden. Weil meine Mutter war eine Skirennfahrerin, auch bei Swiss Ski im Kader. Und mein Vater war auch ein passionierter Skifahrer. Und dann wollte ich unbedingt immer Skirennen fahren, aber mein Bruder und mein Vater haben dann angefangen zu snowboarden, weil das mega cool war, so in den 90er Jahren. Und ich habe dann auch angefangen, etwa mit 9, 10, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und es hat mir von Anfang an mega gut gefallen. Und jetzt bin ich halt Snowboard-Rennfahrer. Ist auch okay. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust und würdest sagen, du wärst Skifahrer geworden, so rein vom finanziellen Reiz her, wäre es ja wahrscheinlich interessanter gewesen. Ich meine, die Prämien sind höher im Rennen selber, Sponsorensuche ist einfacher, die Unterstützung vom Verband ist grösser. Wie fest nervt es dich ein bisschen, erstens, dass du nicht auf der Ski geblieben bist und zweitens, als Snowboarder, du schaffst ja genauso viel eben durch den Sommer, durch den Herbst. Ja, das ist etwas eigentlich gar nicht so gerne darüber reden, weil selbstverständlich, wir sind zusammen im gleichen Verband mit den Skifahrern und dann liegt es auf der Hand, dass du dich mit den Skifahrern vergleichst. Aber du kannst auch dich mit anderen Sportarten vergleichen in der Schweiz, die genauso hart arbeiten, die noch weniger haben wie wir Snowboarder. Und schlussendlich hast du es als Athlet auch selber in der Hand. Wenn du einen guten Job machst mit Sponsoren, du kannst heutzutage das auch steuern über Social Media. Wenn du diese Sachen gut machst, wenn du erfolgreich bist, dann kommt auch die finanzielle Unterstützung. Und dann gibt es auch dort einen Weg, um Profi-Snowboarder zu sein. Also ich glaube, es bringt nichts da, jummern. Und es wäre auch falsch, wenn ich als 10-jähriger Bub gesagt hätte, wo verdiene ich am meisten Geld und den Sport wähle. Das hätte nie zu irgendeinem Erfolg geführt, oder? Schau mal auf die Zeit, deine Kindheit, deine Jugend. Du hast deine Eltern schon angesprochen. Wir sind ja beide gehörlos. Wie war es für dich, aufzuwachsen in dieser Familie mit den Eltern, die das Handicap haben? Also, zum allergrößten Teil war es absolut kein Problem. Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe zwei Geschwister, die noch. Die gehören beide auch. Meine Eltern gehören nicht. Und wenn ich meinem Bruder etwas sagen wollte, habe ich einfach gerufen. Und wenn ich meiner Mutter etwas sagen wollte, habe ich sie antippen, oder? Oder visuell etwas machen, dass sie aufmerksam geworden ist. Aber das war für mich so natürlich. Das war absolut kein Thema. Klar, Kinder sind manchmal brutal und haben dann, andere Kinder haben uns gecancelt, weil unsere Eltern eben das Handicap haben oder so. Aber es war nie in einem Ausmaß, wo es irgendwie wirklich schädlich war. Also für mich, auch wenn ich zurückdenke, es war für mich nicht speziell gewesen.
Also du hast auch ganz normale Kindheit und Jugend können erleben und deine Eltern sind mit dir auch Sport machen, wie du hast gesagt, go Skifahren auf Bergen, also du hast da nicht müssen selber das Zepter in die Hand nehmen, dass die auch sportlich betätigen. Nein, das war mega cool gewesen. Also meine Eltern sind beide sehr sportlich. Sie haben mich immer mitgenommen, shooten, Velofahren, Skifahren und dann später Snowboarden. Wir sind viel auch Windsurfen. Wir haben ganz viele verschiedene Sportarten gemacht. Und ich bin eigentlich mega dankbar heute, dass ich so ein bisschen eine gewisse Polysportivität mitbekommen habe. Und ich denke, das bringt dann auch später als Spitzensportler, dass du einfach neue Bewegungen ein bisschen schneller lernen kannst, wenn du wirklich breit gestützt bist mit verschiedenen Sportarten. Aus ein bisschen eigener Erfahrung weiss ich, wie es ist mit gehörlosen Eltern, also respektive eine gute Kollegin von mir, ist auch aufgewachsen mit Eltern, die nichts gehört. Sie hat extrem unterstützen im Alltag. Sei es nur eine Zahlung auf der Post machen, ein Telefonat oder einfach sonst eine Absprache mit dem Vermieter im Haus, mit der Nachbarschaft. Wie musst du das jetzt noch handhaben und wie bringst du das mit dem Spitzensport unter einen Hut? Zum Glück ist das Zeitalter jetzt ist ja alles nur noch schriftlich. Man läutet sich ja gegenseitig gar nicht mehr, oder? Man tut ja nur noch WhatsApp schreiben oder Mails schreiben oder. Und das ist für die Gehörlosen natürlich genial. Oder die ganze Kommunikation ist schriftlich und dort merkst du eigentlich nicht, wenn du mit einem Gehörlosen auf WhatsApp kommunizierst, das kommt ja alles, der kommt alles mit über und kann alles mitteilen. Aber früher natürlich die Telefone. Ich habe x Telefon müssen machen für meine Eltern, weil sie einfach etwas haben müssen, oder? Irgendein Amt anfragen, irgendetwas. Und dann ist es einfach nur per Telefon gegangen. Dann haben sie halt ein Kind fragen, hey, könnt ihr anrufen im Namen der Eltern und das machen? Und das war damals nicht so cool gewesen. Aber wir mussten es einfach machen. Aber es ist auch cool, du hast auch etwas gelernt. Wenn du irgendwie als 13-jähriger Bub musst du irgendetwas auf ein Amt anrufen oder so, hast du das auch gerade so ein bisschen gelernt. Ja. Und gehen wir zurück zum Sport. Du hast ja ein Highlight können feiern mit der WM-Bronzemedaille in Sierra Nevada im Parallelriesen. Hast du gehört? Einen Tag vorher im Parallelslalom ist es ja nicht wunschgemäß gelaufen. Dort bist du im kleinen Finale und vorerst im Halbfinale wegen ganz wenigen Hundertstel hat es zu keiner Medaille gereicht gehabt. Jetzt, wie hast du dich mental wieder auf den Stand angebracht, dass du am nächsten Tag zu Bronze fährst? Wie hast du den Abend dort verbracht? Ja, das war, glaube ich, eine der grössten Herausforderungen in meiner Karriere bis jetzt. Mir war es einfach mega wichtig, dass wenn ich in Riesenslalom starte, also im zweiten Tag, dass ich dann nicht irgendwie mit einer schlechten Emotion in den Tag starte. Weil ich wusste, ich bin im Riesenslalom einer der Besten in dieser Saison. Ich habe einen Weltcup-Sieg, ich habe ein Podest, ich gehöre zu den besten Riesenslalomfahrern und ich wollte eigentlich nicht etwas anderes machen. Ich wollte mein Konzept durchziehen. Und darum musste ich irgendwie einen Weg finden, um den Frust und die Emotionen wegzutun. Und ich habe sicher auch zwei, drei Mal geflucht. Einmal dass, davon im SRF? Ja, genau. Ja, das, ich konnte es nicht verheben. Kann man mal machen, gell? Es hat mich so richtig... Ja, es hat einfach wehtun. Und dann musste ich darüber reden im Fernsehen. Und dann sind die Emotionen gekommen. Und ich habe fast Brett verbrochen oder irgendetwas. Und dann habe ich einfach mal geflucht. Aber ich denke, das ist wichtig, dass das auch irgendwo rauslässt, die Emotionen. Mhm. Aber ich bin auch froh, dass zum Beispiel meine Freundin da war, dass ich guten Support hatte von meinem Coach, von meinem Teamumfeld. Ja, aber schlussendlich musst du einfach irgendwie für dich selber so daran glauben, dass du das kannst. Und dass, wenn du jetzt einen Fehler machst, bist du nicht der grösste Double von der Nation. Und wenn du mal eine Medaille holst, dann bist du auch nicht der allergrösste Held von der Nation. Hm. Du hast einfach manchmal ein paar kleine Sachen richtig gemacht und manchmal hast du ein paar kleine Sachen falsch gemacht. Mit dem musst du leben, aber du musst es auch analysieren, daraus lernen und nächstes Mal besser machen, weil sonst passiert es zu oft. Ja, Gott sei Dank dann gut gekommen am nächsten Tag. Es ist ja deine zweite Medaille am Grossanlass. Du hast ja in Sochi 2014 Silber geholt gehabt. Man hat können lesen, dass deine Verträge mit den Sponsoren eigentlich auf nach den Olympischen Spielen ausgelaufen ist. Wenn jetzt du die Silbermedaille dort nicht geholt hättest, was hätte sich verändert? Vielleicht auch in Bezug auf deine Sponsoren während die Vertragsverlängerungen oder neue Verträge wieder zustande kommen? Das ist schwierig zu sagen. Ist natürlich klar, in einer eher Randsportart, wo ich mich bewege,
hast du alle 4 Jahre den grossen medialen Output über die Olympischen Spiele. Alle 2 Jahre hast du noch eine Weltmeisterschaft, wo es auch noch ein bisschen Medienpräsenz gibt. Und dann musst du einfach irgendwie präsent sein, oder? Dann musst du, also musst. Dann wäre es einfach schön, wenn kannst du eine Medaille holen. Ich denke, es wäre Sponsoring-Verträge wären wahrscheinlich ein bisschen weniger gewesen oder kleinere Beträge. Ich denke, es hätte schon einen Unterschied gemacht. Ja. Aber sie wären nicht so am Limit gewesen, dass hättest du müssen sagen, deine Profikarriere wäre in Gefahr? Ich denke es nicht. Ich habe bis zu den Olympischen Spielen 2014 im Sommer noch geschafft. Und dann im letzten Sommer, im Sommer 2014, habe ich einfach gesagt, diesen Sommer schaffe ich nicht und trainiere voll. Und ich hätte wahrscheinlich einfach wieder im Sommer 50-80% geschafft und das Geld dann noch genutzt, um den Rest noch zu decken, wo noch gefällt hätte von den Sponsoren. Es wäre schon gegangen. Es hat einfach ein grösseres Engagement gebraucht. Aber das wäre ich absolut bereit gewesen, zum gehen, das, ja. Wie war es, du bist ein bisschen als Außenseiter an die Olympischen Spiele gegangen, obwohl du im Weltcup auch schon Podestplatz erreicht hast. Hast du dort selber an dich geglaubt und auch daran, dass du eine Medaille kannst gewinnen? Absolut habe ich an mich geglaubt. Mein Ziel war, eine Medaille zu gewinnen. Ich habe mich nicht als Außenseiter gesehen. Habe es auch einen Moment lang ein bisschen komisch gefunden, dass ich als Außenseiter angeschaut worden bin, habe aber ganz schnell gecheckt, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Medial hat sich natürlich alles auf die Schoch-Brüder fokussiert. Die haben das auch verdient. Die haben eine unglaubliche Karriere hergelegt. Und ich konnte mich dann voll hinter denen verstecken und keine Energie gebraucht mit der so Medienpräsenz, wo ich vielleicht auch noch nicht so sicher war, wie mit dem umgehen. Also für mich ist eigentlich alles optimal gelaufen. Die Medien haben sich nicht auf mich fokussiert. Ich selber hatte trotzdem den absoluten Glauben und mein Ziel und dann ist es noch aufgegangen. Also es war wirklich kein Problem gewesen. Du sagst, wir haben so einen medialen Output auf die Grossanlässe mit Olympischen Spielen, mit WM. Was für eine Bedeutung nimmt dann der Weltcup an sich noch ein? Ich meine, bei dir sieht man es recht gut. Eben Silber, Bronze und im Weltcup hast du eigentlich in 7 Jahren Nationalkader nur einen einzigen Weltcup-Sieg. Ist das bei dir auch so ein bisschen drin gespeichert? Hey, bei den Grossen muss ich liefern und im Weltcup, ja, da darf ich mich so aufbauen dafür. Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Es sieht vielleicht so aus, das Resultat, aber es ist wirklich, ich sage mir immer, auch jetzt für die nächste Saison, das wichtigste Rennen ist Mitte Dezember der Weltcup-Auftakt in Italien. Das ist mein wichtigste Rennen jetzt und dort will ich möglichst gut sein. Und dann kommt das zweite Rennen und dann kommt das dritte Rennen und dann irgendwann kommen dann die Olympischen Spiele. Also der Fokus ist bei mir nicht irgendwie kleiner, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe nicht bei dir ganz knappe Entscheidungen verloren. Vielleicht hat es Es war manchmal mega knapp. Es hat nur einen Weltcup-Sieg gegeben. Aber auf den bin ich extrem stolz. Weil ich habe mega lange an dem geknotzt. Habe mir auch selber das Ziel ganz klar gesetzt, ganz klar formuliert. Ich wollte einen Weltcup-Sieg. Und das schon seit 2 Jahren. Und habe wirklich auch nochmal eigentlich mein ganzes Umfeld nochmal überdenkt und gesagt, okay, wo bin ich noch in der Komfortzone? Wo muss ich noch mehr pushen? Wo kann ich noch etwas rausholen? Weil das Ziel, Ziel Weltcup-Sieg ist für mich extrem wichtig, ich kann sagen, ich habe es irgendwann mal geschafft, an einem Tag können sagen, ich war der Schnellste. Keine Diskussion. Wenn ich dich jetzt frage für Südkorea, für die Olympischen Spiele, jetzt frage, holst du eine Medaille, was gibst du mir als Antwort? Also ich will nicht überheblich sein, aber ich sage, das ist mein absolutes Ziel, ja klar, ja. Welche Farbe hat sie? Mein Ziel ist eine Goldmedaille. Ich glaube, das muss ich auch sagen, weil ich ja schon eine Silbermedaille habe. Es wird unglaublich schwierig. Es ist ein Tag, wo alles muss zählen. Wir haben 2 Qualifikationsläufe, die zählen beide. Wir haben das Achtelfinale, das jeder Lauf zählt, das Viertelfinale, das Halbfinale, das Finale. Es ist ein mega langer Weg dorthin. Es ist möglich und ich glaube daran. Ich würde sagen, besten Dank, bist du bei uns vorbeigekommen. Ich wünsche dir ganz viel Glück für den Weltcup, natürlich auch für das Highlight Olympische Spiele. Das wär's schon wieder mit dem One-on-One. Besten Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.